Dann ja. Ich weiß nicht, ob der uns irgendwie weiterhilft, ehrlich gesagt. Sagt Ihnen diese rote Nase irgendwas? Aha, eine falsche Nase. Sehr bezeichnend. Wirklich? Nun, ich mache nur ein wenig Spaß. Ja, was könnte den groß interessieren? Ich weiß es nicht. Kennt er dieses Café? Können Sie mit diesem Streichholzbriefchen irgendetwas anfangen? Das Muster sieht nach Mittlerem Osten aus. Okay, kennen wir schon, wissen wir schon. Tja, ansonsten. Wir Wir sehen gucken uns wohl erstmal noch. weiter. Ich weiß Oui, gerade nicht, Monsieur. ob wir dem Ich irgendwas werde Tolles hier. zeigen können. Da geht's noch hoch. Hier können wir mit den Leuten Ich habe reden. nicht die mindeste Lust, mit dem Publikum zu reden. So, und ihr? Hey, du da mit den Bällen. Ui? Der sieht ja lustig aus. Wie haben Sie gelernt, so zu werfen? Werfen? Was ist das Werfen? Wie geht das? Na, das, was Sie da machen, werfen mit Bällen oder Keulen oder so. Das ist kein ordinäres Werfen, das heißt Jonglieren. Jonglieren? Was heißt das? Mon Dieu, ein Jongleur ist ein Künstler, ein Meister der Antischwerkraft und Eingeweihter der Aero-Ballett-Mysterien. In den Oho. vergangenen Jahrhunderten hatten alle Höfe der gekrönten Häupter Europas ihre eigenen Jongleure. Geistreiche, belesene Männer, an die sich die Monarchen in der Stunde der Not wandten. Was haben Sie getan? Moment mal, sehe ich das so richtig? Unsere Feinde stehen an den Grenzen des Reichs, Seuchen verwüsten das Land und die Bauern revoltieren. Was für ein Glück, dass wir Chuckles haben, der seine Bälle durch die Gegend wirft. Schätze, nein. Dieses Jonglieren sieht eigentlich ganz leicht aus. Oh nein, nicht wirklich. Eigentlich sieht es gar nicht leicht aus, oder? Vielleicht glauben Sie, Sie könnten es besser? Ich versuch's mal. Bedienen Sie sich. Hehehe, jetzt kommt George, der Ich habe nicht die Jongleurkünstler. leiseste Ahnung, wie das geht. Aber da dieser Typ offensichtlich ein Idiot ist, kann es ja wohl nicht so schwer sein. Andererseits ist es doch schwerer, als es auf den ersten Blick aussieht. Erheblich schwerer. Okay, den Leuten scheint's gefallen zu haben. Aber immerhin ist das meine große Chance, einmal von völlig Fremden verspottet zu werden. Doch nicht so einfach wie? Nein, sieht nicht so aus. Okay. Ich kann ihn mit meinen bloßen Händen nicht öffnen. Das macht doch nichts, wir haben doch was dabei. Aber ich wette, dass der Clown da irgendwie uns dran hindern Hey, wird. hey Sie, was haben Sie da zu suchen? Lassen Sie gefälligst den Deckel in Ruhe. Sofort. Tut mir leid, war nicht böse gemeint. Bleiben Sie da bloß weg. Gut, der muss also da weg. So viel ist klar. Wo geht's denn hier oben eigentlich hin? Oh. Oh, wo sind wir denn jetzt? Warte mal, geht das auf der anderen Seite da auch hin? Warte mal. Wo geht's? Ah ja, das geht beides in dieselbe Richtung. Wir haben aber den Clown, glaube ich. Warte mal, bevor ich hier weitermache. Den Clown haben wir noch nicht zu den Templern befragt. Das machen wir noch schnell. Das konnte ich ja auch Tapje. noch auswählen. Ui, was? So. Was wissen Sie über die Tempelritter? Les Templiers? Ah, Ihr letzter Großmeister Jacques de Molay wurde verbrannt. Und zwar auf einer Insel in der Seine im Jahre 1314. Hey, solide Bildung für einen Jongleur. Non, Monsieur. Ich habe das von der Tafel da drüben abgelesen. Oh, diese Tafeln hier, die sind ja besser wie Google. So, kennst du den Typen hier? Haben Sie diesen Mann schon mal gesehen? No. Warum frage ich die Leute eigentlich? So, kennst du diesen Nachtclub hier? Fällt Ihnen zu diesem Streichholzbriefchen was ein? Sie sind Raucher? Nein, eigentlich nicht. In diesem Falle fällt mir nichts dazu ein. Ja, so siehst du auch aus. Hier, ich frage den mal zu diesen Schauen Sie Utensilien. mal, eine rote Nase. Ah, Sie sind ein Clown? Clown? No. Dann wären Sie wohl auch ein viel besserer Jongleur. Einen Moment lang tanzt eine Idee knapp außerhalb des Scheinwerferkegels meiner Aufmerksamkeit. Doch bevor ich mich auf sie konzentrieren kann, fällt sie in den Gully. Okay. Sagt Ihnen diese Schminke irgendwas? Erst eine rote Nase, jetzt Schminke? Sind Sie sicher, dass Sie nicht doch ein Clown sind? Ja, also. Die Idee lenkt mich erneut ab. Tanz, 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 Stürz, Platsch. Nee, schon wieder weg. Ich weiß nicht, was der meint, aber egal. Es wäre Okay. ungerecht, jemanden die Handfläche zu verbrutzeln, der sich durch seine geschickten Hände ernähren muss. Ja, okay, George, ist ja in Ordnung.
Die restlichen Sachen, glaube ich, sind uninteressant. Bis So, später. wir Au müssen revoir, Monsieur. ihn irgendwie da wegbekommen. Ich gehe aber trotzdem erstmal hier oben in die Kapelle. Oder in die Kirche, besser gesagt. Hier ist nämlich noch ein, ja, ein Glaubensbruder oder ein Pater, was auch immer. Wir können, was Ich können wir habe denn? keine Zeit zum Rumsitzen. Ja, natürlich. Eine Reihe alter Kirchenbänke, wunderschön geschnitzt und auf Hochglanz poliert. Ich Aha. stelle mir all die Leute vor, die im Laufe der Jahrzehnte dort gesessen haben. Ja, und wahrscheinlich auch All diese Pariser reingefurzt. Hinterteile, Ja, die genau. festen Pobacken und Ja, das schwabbelige George. Fleisch, das ist kein Ja. angenehmes. Ja, ist ja gut. Entschuldigung. Wow. Ich musste das gerade mal abbrechen, weil. Ja. Darüber möchte ich mir keine Gedanken machen. Danke. So. Entschuldigt, Pater. Pardon? Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Aber sehr gerne, Monsieur. Es wird mir ein Vergnügen sein, Ihnen zu helfen. Was wissen Sie über die Tempelritter? Wenn Sie sich dafür interessieren, sind Sie hier genau am richtigen Ort. Viele von Ihnen wurden auf dem Platz draußen hingerichtet. Eine Schande für Frankreich. Aber der Papst stand doch voll dahinter. Clemens der Fünfte war ein Mann des Mammons, kein Mann Gottes. Das ist aber ein ziemlich kecker Spruch für einen Priester. Finden Sie? Es lässt sich nur so schwer feststellen, was wirklich passiert ist. Das war vor so langer Zeit. Wie lange arbeiten Sie schon hier? Das ist keine Arbeit, Monsieur. Das ist eine Berufung. Ich helfe Pater Flambert jetzt seit fast 6 Monaten. Dann nehme ich an, dass Sie nur wenig über die Geschichte dieser Kirche wissen. Stimmt, nur sehr wenig. Der Kerzenständer glänzt ja wie neu. Ah oui. Alles, was nicht das bestmögliche Resultat darstellt, wäre eine Beleidigung des Allmächtigen. Das stimmt wohl. So habe ich das noch nie gesehen. Okay, hat der schon mal den Typen hier gesehen? Haben Sie diesen Mann schon einmal gesehen? No. Ich habe ihn noch nie gesehen. Okay, kann er uns Ich hierzu habe was ein sagen? echt mittelalterliches Dreibein. Monsieur, Sie sind eine wandelnde Schatzkammer. Schön. Na, ist das ein Edelstein oder was? Er ist wunderschön, Monsieur, und trotzdem. Ich fühle, dass ihn irgendwie eine Leidensaura umgibt. Okay, ansonsten haben wir hier, glaube ich, nichts mehr. Ja, hierzu vielleicht noch. Auf gar keinen Fall. Ah, toll. Okay. Bis später mal. Au revoir, Monsieur. Ich weiß gar nicht, wofür der hier gut war. Mit dem müssen wir später wahrscheinlich auch noch was machen. So, was ist denn hier? Weil irgendwas klingelt hier in dem Bereich. Ich weiß aber nicht mehr, was man hier machen musste. Wie gesagt, so ein paar Sachen kann ich mich erinnern, aber Ein hier. Ritter in Begleitung seiner Mitstreiter. Eingravierte Bibelzitate sollen ihn auf seinem Weg in die nächste Welt sicher geleiten, schätze Ja. ich. Okay, George ist hier sehr angetan von diesen Sachen. Was ist das hier? Ein ruhender Ritter. Ich denke, hier sind ein paar Tempelritter auch begraben. So wie das aussieht. Ein steinerner Ritter in voller Steinrüstung liegt hier, die ausdruckslosen Augen zur Decke gerichtet. Diese ganze Rüstung rumzuschleppen muss ziemlich anstrengend gewesen sein. Okay, Ein da ist noch steinerner einer. Ritter liegt am Ende der Viererreihe. Ob dieser Typ wohl im Kampf gefallen ist? Okay, und dann haben wir hier noch. Eine Schriftrolle ist ein Symbol der Gelehrsamkeit, das weiß ich. Ein gelehrter Ritter, das erinnert mich an etwas, das mir sehr spanisch vorkommt. Am Ende des Stabes ist eine Art Scheibe mit einem Kreuz darauf befestigt. Am unteren Rand der Scheibe sehe ich einen Haarriss. Klar, ich könnte das Ende des Stabes einfach abbrechen. Aber wenn ich schon wie ein Vandale in der Kirche hause, soll wenigstens was dabei rausspringen für mich. Außer einer Deportation. Am Ende des Stabes ist eine Art Scheibe. Die Okay. Statue eines Ritters, der einen Stab und eine Schriftrolle hält. Wenn die Statue irgendwelche Geheimnisse hat, sind sie aber gut versteckt. Kann ich irgendwas daran befestigen? Zum Beispiel hier. Da oben habe ich gerade noch was Irgendwie gesehen. sieht es moderner aus als das daneben. Im Vergleich zu dem daneben sieht es recht schlicht aus. Ich weiß nicht, um welche biblische Geschichte es geht. Ich habe immer Käsekästchen gespielt im Religionsunterricht. Entschuldigung. Ja, ich glaube, das ist auch genau das, was du kannst, George. Definitiv. So, den Edelstein vielleicht irgendwie damit. Nee. Das geht nicht. Nee. Okay, wir müssen also irgendwas damit machen. Können wir mit ihm nochmal darüber reden? Weiß er vielleicht mehr über diese Statue? Abermals einen guten Tag, Pater. Bonjour, Monsieur. Wie schön, sich wieder mit euch zu unterhalten. Mir ist aufgefallen, dass das Bleiglasfenster links neuer aussieht als das mittlere.
Sie haben ein scharfes Auge, Monsieur. Das Originalfenster wurde im letzten Krieg zerstört. Es war so alt wie die Kirche selbst. Frühes 14. Jahrhundert. Oh Mann, das ist einfach schrecklich. Oui, ein entsetzlicher Verlust. Doch die Kirche und die anderen Fenster haben zumindest überlebt. Ah, schade. Okay, sonst können wir... Wir können ihn nicht zur Statue befragen. Bis später mal. Au revoir, Monsieur. Hm. Nun gut, dann müssen wir doch erstmal den Verkehrsregler da wegholen, weil ich möchte gerne da runter. So, was können wir dir denn erzählen, dass du mal wieder Verkehrsregeln gehst? Hallo, Monsieur. Oh, toll. Hm, ja, ich mach einfach mal alles durch jetzt. Wissen Sie, was das hier ist? Aha. Ihr Amerikaner. Nasenzückerchen. Nasenzückerchen. Ach, schön. Nasenzückerchen. Ich habe die Frauen von Hollywood gelesen. Ich weiß alles darüber. Hm. Wenn Sie versuchen, das Zeug hier zu schnupfen, dann mauern Sie sich aber Ihre Nebenhöhlen zu. Das ist echter Stuckgips. Wirklich? Gott sei Dank. Einen schrecklichen Moment lang hatte ich befürchtet, ich müsste wirklich jemanden verhaften. Hallo, der Papierkram. Sie haben ja keine Vorstellung. Das kann ich mir vorstellen. Schauen Sie sich das hier mal an. Ah, ein Elektriker. Ja, das war's dann auch schon. Wofür halten Sie das hier? Für ein Blutdruckmessgerät. Mhm. Schauen Sie sich diesen Edelstein an. Was halten Sie davon? Geschliffenes Glas? Oh nein, der ist echt. Was für ein Verrückter würde denn rumlaufen und den Leuten mit einem unbezahlbaren Edelstein unter der Nase herumfuchteln? Also George Stoppard natürlich. Glas oder ich bin verrückt. Es macht mir keinen Spaß, über diese Alternative allzu lange nachzudenken. Ja. Was wissen Sie über die mittelalterliche Eisenverarbeitung? Schauen Sie sich doch mal dieses Schmuckstück hier an. Ein Dreibein, ein Stativ. Wofür? Sie meinen, Sie wissen es nicht? Nein, Monsieur. Und Sie auch nicht, vermute ich. Hm. Sagt Ihnen diese rote Nase irgendwas? Ah, Sie sind ein Clown. Sehe ich aus wie ein Clown? Non, obwohl Sie wie einer jonglieren. Also, wenn ich gewusst hätte, dass Sie ein Clown sind, dann wäre das ja amüsant gewesen. Und keine solche Blamage für Sie. Was soll das heißen? Haben Sie schon mal von einem Clown in normaler Straßenkleidung gehört? Irgendwo war das ein gutes Argument. Sie wollen also sagen, wenn ich mit einer roten Nase schlecht jongliere, bin ich der König der Komiker. Aber wenn ich ohne Sie schlecht jongliere? Dann sind Sie ein, wie sagt man, jämmerlicher Stümper. Genau das, oui, Monsieur. Sie haben es verstanden. Okay, gut. Dann hier. Wie gefällt Ihnen dieses Tuch voller Schminke? Entzückend. Möchten Sie auch ein paar von meinen benutzen? Na, oh, nein. Zum Teufel, nein. Ach, dann George. Packen Sie bitte auch Ihres weg, ja? Das ist schön. So, das, ja. Wir sehen uns wohl noch. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich werde hier sein. Weil er hat gerade so viel über diese rote Nase gesprochen. Können wir hier uns die Nase draufsetzen und dann einfach loslegen vielleicht? Oder müssen wir das vielleicht vorher tun, bevor wir mit ihm reden? Ja, ja, verbeug dich mal. Was wollen Sie diesmal? Ich möchte bitte nochmal versuchen, die Dinger zu jonglieren. Ja, jonglieren, genau. Oh, haben Sie inzwischen einen Schnellkurs belegt? Nein, ich hatte nur eine Eingebung, was die Vorführung betrifft. Genau. Pardon? Erlauben Sie mir, es Ihnen vorzuführen. Die Bälle bitte. Wenn Sie sich vollends blamieren wollen, bitte sehr, Monsieur. Na, ich mach den Job besser wie du. Jetzt pass mal auf. So. Okay, und jetzt zu meiner Geheimwaffe. Genau, Nase drauf. Ja. Ach, da ist die Nase wieder da. Schön. Hey, ich bin der Beste. Der Jongleur ist sprachlos vor Zorn. Er hätte jetzt gut als Pantomime auftreten können. Er sammelt seine Bälle auf, ohne ein Wort zu sagen. Und geht wutschnaubend fort. Aber einen Ball hat er vergessen. Hey, Sie haben einen von den Bällen vergessen, hey! Aber er hört mich nicht. Noch besser, ohne sein Unterhaltungsprogramm. Langweilt sich der Gendarm dermaßen, dass er sogar zur Abwechslung mal ein bisschen Polizist spielen geht. Wunderschön. Und jetzt haben wir freie Bahn. Es sei denn, die Leute interessiert das, aber ich glaube... Ich habe nicht die mindeste Lust, mit dem Publikum zu reden. Ja, ich glaube nicht, dass sie das groß interessiert. Das heißt, wir können in den Gulli. So, bitte nicht hinterher springen, ne? Kleine, schön den Ballon festhalten. Wenn du hinterher springst, am Ballon festhalten. So.
Oha. Was ist das denn hier alles? Das ist ein merkwürdiges Boot. Ach, das ist ein Kran. Ich dachte gerade schon, was ist das für eine merkwürdige Apparatur? So, da. Wenn ich tiefer in diese Katakomben eindringen will, dann über diesen Pfad. Ja, wenn okay. Das diesseitige Ende nicht abgebröckelt wäre, hätte ich leicht drüber springen können. Ja, das ist wohl wahr. Das ist ein bisschen blöd. Gehen wir mal hier rüber. Das ist unter der Kirche, ne? Ich denke ja. Das rede ich auch schon so wie ein Franzose. Meine Güte. Die Mauer ist abgebröckelt und falls es mal eine Inschrift gegeben hat, ist sie längst verschwunden. Hm, okay. Die Inschrift ist kaum zu entziffern, aber ich erkenne das Wort Templier und irgendwas über Unschuld. Mit meinem mittelalterlichen Französisch ist es nicht weit her, aber die paar Worte, die ich verstehe, scheinen auszusagen, dass hier der Galgen stand. Oder so. Gut, wo geht's hier noch hin? Ach, ich wollte eigentlich erstmal... Moment, wir gucken uns erstmal den Kran an. Jetzt habe ich schon gespoilert, was im nächsten Bereich passiert. Mann, Mann, Mann. Was können wir denn hier machen? Aha. Schön, die Kette abwickeln. Das ist natürlich ganz toll. Und nu? Der Haken ruht auf der Kette. Aha. Gut, dann, ja, was können wir denn... Hä, wofür? Jetzt wickelt er das Ding wieder auf. Alles klar. Hm. Können wir hier sonst noch irgendwas machen, außer das... Dem Haken selber können wir ja auch nichts machen. Okay, dann erstmal... Gehen wir erstmal weiter. Mal gucken. So, hier ist einer der Gehängten. Ich nehme mal an, das sind diese... Ja, Verzierungen, von denen gesprochen wurde. Sonst ist hier nichts, ne? Nur der Totenkopf. Ich drücke gegen die Tür, aber sie scheint abgeschlossen zu sein. Okay, haben wir... Die Tür ist hübsch gefertigte Handarbeit. Haben wir irgendwas, was wir da... da... Was? Die Tür ist verschlossen. Ja, ja, was stand die da? Die Tür ist verschlossen. Ah, schade. Was hat die er davor ist... gesagt? Mist. Verflucht. Abgeschlossen. Ich habe leider zu schnell weggeklickt. Die Tür ist verschlossen. Er hatte noch irgendwas davor gesagt. Mist. Können wir das Dreibein da irgendwie einsetzen? Nee. Ansonsten die Tür aufbrechen geht wahrscheinlich auch nicht. Was war das? Was war das für ein Geräusch gerade? Das ist ja wohl geil. Wieso? Hä? Das ist ja geil. Das, ich dachte gerade erst, es wäre irgendwas mit einem Windows oder so, aber seit wann macht man Windows solche Geräusche? Macht er das auch bei anderen Sachen? Das macht er nur hierbei, ne? Ist ja geil. Okay, alles klar. Warum auch immer. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein Gag sein soll von den Entwicklern. Ich habe fast das Gefühl... Oh, was... Achso. So, was hat es jetzt hier mit dieser Kette auf sich? Ein komisches kleines Boot ist da festgebunden. Ich vermute, damit fahren die Wartungsmannschaften hier rum. Mhm. Entweder das oder das Phantom der Oper ist irgendwo in der Nähe. Auf dem Boot befindet sich eine Winde. Ja, die ist wofür da? Auf dem Boot befindet sich eine Winde. Ja, ich winde mich gleich auch vor Freude. Was soll ich denn damit anfangen? Ich kann die abkurbeln, dann liegt der Haken dort, aber ich weiß halt nicht, was das soll. Jetzt habe ich hier einen Haufen hingemacht, im wahrsten Sinne. Einen sogenannten Kettenhaufen. Der Haken ruht auf der Kette. Kann ich da irgendwas mitmachen? Nee. Der Haken ruht auf der Kette. Ich wüsste auch nicht was, ehrlich gesagt. Der macht da irgendwie gar nichts mit. Ich lasse es mal abgekurbelt. Ich, auf mal. Dem Boot befindet sich eine Winde. Ja, okay. Hm. Verdammt, wir können hier irgendwie noch gar nichts machen. Ich hätte jetzt gedacht, wir können mit dem Boot irgendwas anfangen, aber... scheinbar nicht. Gut, dann gehen wir erst nochmal nach oben. Vielleicht können wir mit dem Pater nochmal reden. Vielleicht habt ihr was Neues zu erzählen. Da wir jetzt unten waren und da alles gesehen haben... Gibt es vielleicht neue Gesprächsoptionen? Abermals einen guten Tag, Pater. Bonjour, Monsieur. Wie schön, sich wieder mit euch zu unterhalten. Ist das Fenster rechts noch das Original? Oui, Monsieur. Hm. Okay, ja. Ich war vor kurzem in Irland und habe diesen Gips mitgebracht. Meine Schwester hat sich einen Schillelack mitgebracht. Ja, wunderbar. Ach ja, Nein. Ah ja, dann nicht. Was halten Sie hiervon? Ein Druckärmel und ein Ventil.
Was soll ich davon halten? Ist schon gut. Okay. Ich gehe jetzt einfach mal alles durch, nur um sicher zu gehen. Ich habe eine rote Nase. Ui, jetzt, wo Sie es sagen... Hier ist etwas Schminke auf diesem Tuch. Ui, da haben Sie recht. Ja, hier? Auf gar keinen Fall. Was soll ich mit dem Ball anfangen? Ich habe hier einen Gullideckelheber. Aui? Ja, nicht gerade sehr viel. Das ist, denke ich, uninteressant. Bis später mal. Au revoir, Monsieur. Tja,